Ja, Highlight ist genau das Stichwort. Wir machen nämlich jetzt gleich weiter mit unserem nächsten Highlight. Neben mir habe ich nun sitzen Thomas Vogler und er hat zwei interessante Marken mit dabei, nämlich Blomus und Ad Hoc. Thomas, ganz herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Schön, dass du da bist. Liebe Katrin, vielen Dank für die Einladung und für die charmante Anmoderation. Ja, prima. Ich würde sagen, wir fangen doch dann gleich mal an und wir starten mit der Marke Blomus. Thomas, erklär uns doch mal kurz, was ist die Marke Blomus? Blomus ist sehr stark im Fachhandel vertreten, eine starke Marke, sehr beliebt. Aber wo kommt Blomus eigentlich her? Blomus ist ein deutsches Unternehmen. Der Stammsitz ist in Sundern im Sauerland und geografisch gelegen ist es ungefähr so zwischen Winterberg und Arnsberg. Und die Marke hat sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich etabliert. Man kannte Blomus in der Vergangenheit, seit dem Jahr 2000 gibt es die Marke Blomus im Übrigen. Man kannte sie früher nur als Designartikel für den Bereich Edelstahl. Und wir haben die Artikel weiterentwickelt, ja, weil man so im Grunde genommen in ein Edelstahlgefängnis verhaftet war. Und wir wollten andere Werkstoffe noch mit dabei in die große Marke Blomus integrieren und dass wir mittlerweile, wir können es erweitern, designorientierte Lifestyle-Produkte haben. Ja, und genau. Und gerade jetzt zur dunkleren Jahreszeit, man sieht es hier schon schön aufgebaut, hast du ein paar tolle Artikel dabei, wo dieser Lifestyle toll zur Geltung kommt. Zeig uns doch mal kurz hier, was wir hier haben. Ja, wir sehen also hier die Serie Calma. Das ist also ein neuer Werkstoff dabei. Das heißt, das Unterteil, also der Sockel, ist aus Beton. Wir denken vielleicht nur an den Fliesenspiegel, gerade ja, mal ja, auch in Küchen. Beliebter Werkstoff, ja, richtig, ganz genau. Dann haben wir einmal einen Glaszylinder und integriert ist also in der Hinsicht schon einmal das große Maxi-Teelicht dabei. Ja. Das gibt es also einmal in diesem Werkstoff und dann natürlich haben wir das einmal charmant mit Anthrazit gemacht, was dann natürlich einen ganz anderen Charme nochmal mit dabei hat. Das Betonunterteil ist dementsprechend also in Anthrazit. Das Glas spiegelt in der Hinsicht die Flamme wieder und hat so einen Multi-Effekt nochmal mit dabei. Also das eine eher wirklich ein bisschen puristisch und das andere Windlicht wieder ein bisschen edler. Ja, und das Ganze gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen auch. Richtig. Und ja, mein besonderes Highlight ist hier diese kleine Serie. Das habt ihr auch ganz neu mit im Programm, die Zweier Mini-Calmas sozusagen. Richtig, genau. Hier haben wir auch eine Sonderaktion für Sie vorbereitet. Schauen Sie doch gerne mal im Anfrageformular vorbei. Für 10,90 Euro erhalten Sie schon das Calma Mini-Set. Und ja, ganz schön, also sind ganz schöne Werbeartikel. Man kann sie nämlich auch toll veredeln. Genau, entweder das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Glas oder auch im Betonsockel durch eine Gravur. Ne? Richtig, wir bieten also eine Lasergravur vom Hause aus an. Die Lasergravur findet also entweder unten auf dem Betonsockel statt oder wir haben eine Möglichkeit, eine Lasergravur auf dem Glas zu integrieren. Ja, eine ganz schöne Sache, ja. Vielleicht jetzt gerade auch zum Thema Weihnachten für das ein oder andere Kundenpräsent oder Mitarbeiterpräsent. Also Blomus ist eine beliebte Marke, wird gerne genutzt. Ja, wenn man weggehen möchte vom offenen Licht, sondern eher etwas Elektronisches, da habt ihr auch das Passende im Programm. Richtig, das Repertoire hat sich immer stetig erweitert und das ist auch so eine Eigenschaft der Marke Blomus. Blomus macht vor keinem Raum im Hause Halt. Ja. Gerade auch das Thema, was wir in diesen letzten Jahren hatten, Camping und Caravaning. Ja. Ich habe jetzt keine Lichtquelle, wo kann ich dementsprechend mein Licht herzaubern? Und da haben wir die LED-Leuchte Spirit entwickelt. Die gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Und von der Handhabung ist es relativ einfach. Ich habe unten einen Knopf, wo ich zwei Lichtstufen einstellen kann. Lichtstufe 1 und Lichtstufe 2. Die erste Lichtstufe hat einen Dauerbetrieb von 12 Stunden und die Lichtstufe 2 einen Dauerbetrieb von 6 Stunden. Und eine Veredelung ist genauso gut möglich. Wir haben hier also einmal das dezente Blomus Markenlogo und könnten auf der anderen Seite dementsprechend eine wunderbare Lasergravur für eure Kunden dementsprechend platzieren. Ja, Mensch, Thomas, und eigentlich ist es das perfekte Licht für die nächste Firmenfeier, oder? Und was darf bei einer Firmenfeier nicht fehlen? Die Getränke. Ganz genau. Was haben wir da? Da habe ich jetzt einmal unsere Wasserkaraffe Aldoa beigebracht. Vielleicht, wenn wir das so vor unserem geistigen Auge dann also einmal sehen, wir decken wunderbar den Tisch. Wir haben ein wunderbares Blumenbouquet. Vielleicht dann dementsprechend auch nochmal die schöne Serviette noch mit dabei. Aber wer stellt von uns im Grunde genommen dann aus dem Aldi, Lidl oder Penny seine PET-Flasche hin? Also habe ich hier eine Möglichkeit, die wunderschöne Wasserkaraffe Aldoa. Ja. Dort mein Wasser zu integrieren und vor allen Dingen, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, diese mit Ingredienzien zu befüllen. Ob ich jetzt ein Minzblatt habe, eine Limette, eine
eine Zitrone, eine Orange. Dadurch bekommt das Mineralwasser natürlich auch einen anderen Geschmack. Ich habe den einfachen Aufsetzer nochmal mit dabei. Und wichtig dann dabei, die Ingredienzien bleiben in der Flasche dran, in der Karaffe drin. Ja. Und selbst beim Auskippen habe ich dann die Möglichkeit, ein tropfenfreies Ausgießen zu garantieren. Und von der Veredelungsmöglichkeit ist es genauso wie bei den anderen Artikeln, ob ich jetzt auf der Seite mache oder oben auf dem Deckel oder dementsprechend an der Seite eine Lasergravur. Ja, sehr schön. Das ist sowohl als auch möglich. Ja, sehr schön. Ja, und wenn Sie jetzt noch an weiteren Produkten der Marke Blomus interessiert sind, können Sie auch im Anfrageformular den gesamten Katalog von Blomus anfordern. Wir machen weiter mit der Marke Ad Hoc. Die hast du heute auch mit dabei. Wie sieht es mit Ad Hoc aus? Wo kommt Ad Hoc her? Wo liegt da der Fokus? Ad Hoc ist ebenfalls ein deutsches Unternehmen und in dem Tabletop, das heißt also in alles, was mit dem Küchenaccessoires zusammenhängt, mit gutem Essen, da ist die Marke zu Hause. Ja, ich sehe hier auch schon ein paar interessante Highlights. Du hast uns die Top-Bestseller mitgebracht. Was sind die genau? Wenn wir also schönes Essen haben, ist natürlich das A und O dann natürlich auch die Würzung mit dabei. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einmal ein Set, wo wir also Salz- und Pfefferset einmal noch mit dabei haben als Mini-Meal. Eine Veredelungsmöglichkeit haben wir dann dementsprechend genauso gut auf Edelstahl. Also das ist kein Glas, sondern das ist Acryl, Edelstahl auf jeden einzelnen. Dann gibt es ein weiteres Highlight, was wir dabei haben. Unsere Duo-Meal ist ein wenig handlicher, ein wenig vom Design anders orientiert. Genauso gut habe ich eine Möglichkeit, dass, wenn ich dementsprechend meine Ingredienzien noch mit da drin habe, dass ich unten drunter ein Auffangbecken noch mit dabei habe, dass ich dementsprechend den Tisch nicht hinterher verkrüme. Genauso gut wie bei den anderen eine Veredelungsmöglichkeit auf dem Edelstahlaufsatz und dann natürlich dementsprechend, wer weiß es nicht, unser Gewürzpapst, unser Herr Schubeck, richtig, ganz genau, hat dann dementsprechend also auch mal gesagt, gerade das richtig schöne scharfe Essen, das ist unser Pepe, ob das jetzt beim Barbecue ist oder ob es zu Hause noch mal mit dabei ist, sondern beim richtigen leckeren Steak und hier verhält es sich genauso gut. Es ist ein wunderbares Schneidwerk unten noch mal mit dabei und vor allen Dingen, hier ist dabei zu beachten, dass es richtig schön geschnitten wird und nicht gerieben wird oder zerquetscht wird. Dadurch gibt es ein ganz anderes Aroma. Klingt gut. Und für alle, die lieber trinken als essen, habt ihr auch was, oder? Für die kalte Jahreszeit, was passt da besser? Ein Tee wird immer wieder gerne genommen. Dafür haben wir also wirklich einmal die Tee-Eier, die es in fünf verschiedenen Farben gibt. Dann haben wir einen Abtropfbehälter noch mit dabei. Man denkt also, ich schraube es einfach nur auf, werde meinen Tee dann einfüllen und habe dann die Möglichkeit, meinen Tee dann dementsprechend in meine Tasse ziehen zu lassen. Ja, und? Zum Abschluss, Prosecco, Sektchen, was man so gerne sagt. Ja. Es ist ja vielfach so, dass ich eine Flasche Sekt oder Prosecco dementsprechend nicht auf einmal komplett trinken kann. Ja. Wie verschließe ich dann das wieder? Und ja, haben wir ja natürlich von Ad Hoc auch wieder eine Lösung. Das sind dementsprechend unsere Sektverschlüsse. Wichtig dabei auch, wenn ich den Sektverschluss von der Handhabung relativ einfach, er ist komplett sicher und ein Highlight, ich habe auch die Möglichkeit, die Flasche in den Kühlschrank zu legen, weil die nämlich auslaufsicher dabei ist. Super, ja. Ein klasse Produkt. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Wir haben hier ein paar Beispiele. Grün, Weiß, Rot, Schwarz. Also für alle etwas dabei. Veredeln kann man es durch einen Druck. Und wir haben auch zu diesem Artikel eine Sonderaktion für Sie. Im Anfrageformular finden Sie das jetzt, der Artikel 6,10 Euro das Stück. Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung der Ideen von Ad Hoc und Blomus. Sehr interessant. Wir machen jetzt weiter. Wir bleiben ein bisschen bei dem Thema Kulinarik, denn die ganzen Artikel von Blomus und Ad Hoc passen auch gut in Präsentsets für Ihre Kunden oder Mitarbeiter zu Weihnachten. Und gerade zu diesem Thema haben wir das Konzept My Box entworfen, aber ich möchte jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Schauen wir doch erst einmal, was dahinter überhaupt steckt. Ich sage jetzt einfach mal Film ab.